Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Hallo, ich bin der Frank. Frank freut mich außerordentlich. Der liebe Kolmar. Hallo. Herzlich willkommen. Der Form halber Kolmar Schulte-Golz, damit das auch vernünftig ausgesprochen wird. Dankeschön. Bitte schön, junger Freund. Ganz kurz zu dieser doch sehr interessanten Statuette. Ist das richtig? Sehr richtig. Dankeschön. Ganz genau. Die ist wann und wie zu dir gekommen? Sie gehört eigentlich meiner Großmutter. Mhm. Sie hat sie 1961 in Paris erstanden. Oha. Und ist dann mit in die USA gegangen. Dort lebte sie bis 2019 und ist jetzt mit knapp 100 Jahren wieder zurück nach Deutschland gezogen, nein, in ihre Heimatstadt, und hat die Statue dann wieder mitgebracht. Hör auf. Ja. Toll. Mit knapp 100 Jahren zurück nach Deutschland gekommen. Genau. Nachdem sie 60 Jahre in den USA gelebt hat. Ist ja unfassbar. So, mein lieber Kolmar, ich bin mir relativ sicher, du wirst mir alles über diese Dame erklären können. Zum Beispiel, warum sie da fast betend steht, wobei das Schwert sieht da ja schon fast aus wie ein Kreuz vor dem Herzen. Genau. Ne? Was macht sie? Zieht sie in den Krieg oder kommt sie aus dem Krieg? Sie betet, bevor sie in die Schlacht zieht, diese junge Frau. Und ja, dann bin ich mir sicher, sie stellt eine Persönlichkeit dar, die wir alle kennen sollten. Oh ja, unbedingt. Also es ist Jeanne d'Arc, zu Deutsch immer die Jungfrau von Orléans genannt. Und diese Jeanne d'Arc steht hier in einer besonderen Form als kleine Statuette vor uns. Es gibt eine Terrainplinthe. Auf der Terrainplinthe ist ihr Standbild zu sehen oder ihre Figur. Ihre Figur lappt auch so ein bisschen über diese Plinthe hinaus, was immer ganz schön ist, dass es so einen Bezug gibt zwischen dem Postament oder dem Stativ, der Plinthe und der eigentlichen Figur. Die junge Frau ist in ganzer Figur zu sehen, in einer leichten Schrittstellung. Sie ist zum Teil gerüstet, also bereit in den Kampf zu ziehen. Der Rest ihrer Waffen, beziehungsweise der Helm, die Handschuhe, die sind hinter ihr auf einem Baum stumpf zu sehen. Das ist eine ganz witzige Sache. Eine Bronze braucht das hier nicht unbedingt. Denn eine Bronze ist ja ein Material, das gegossen wird. Mhm. Und da ist diese Art von Verstärkung nicht unbedingt notwendig. Wenn man sowas sieht bei einer Figur, auch wenn sie so diese Größe hat, dann kann einen das immer hinführen, wie ist denn das Original, wie ist das Vorbild dafür? Und das Vorbild für diese kleinformatige, fast in Tischformat gemachte Bronze ist eigentlich eine Marmorfigur. Und Marmorfiguren, die eben aus einem Block gehauen sind, richtige Skulpturen sind, die haben häufig neben der Figur, damit das Ganze auch gut hält, immer irgendwelche merkwürdigen Zutaten, wo sich eine Figur anlehnt. Da gibt es den Baumstamm und dergleichen. Das wirkt manchmal ein wenig unmotiviert, wenn da so ein Baumstamm aufragt oder ein Baumstumpf. Hier ist es gut integriert. Ja. Diese Figur geht zurück auf einen Auftrag und einen Wunsch des französischen Königs. Also Louis-Philippe hat diese Figur in Auftrag gegeben. Erst hat er andere Bildhauer beauftragt. Da war er mit dem Ergebnis nicht zufrieden, denn er hatte einen bestimmten Aufstellungsort. Er hat das alte Königsschloss seiner Vorfahren, also das Schloss von Versailles, umbauen lassen. Und im Zuge der Umwandlung des Schlosses von Versailles zu einer nationalen Gedenkstätte für die Geschichte Frankreichs war es gewünscht, dass eine Figur der Jungfrau von Orléans geschaffen werden sollte. Und am Ende hat Louis-Philippe seine eigene Tochter beauftragt. Sie war sehr jung, sie hatte schon Kunstunterricht bei unter anderem Ari Scheffler erhalten. Und die war bestens präpariert. Sie hatte bis dahin einige Büsten und kleinere Arbeiten gemacht. Und dann hat sie eine wirklich große Figur der Jungfrau von Orléans entworfen. 1835 war der Auftrag und 1836, 37 war schließlich die große Figur fertig und wurde auch in dieser Galerie de Pierre, also in einer steinernen Galerie, öffentlich ausgestellt. Der König war wahnsinnig stolz, aber auch zugleich traurig, denn die Tochter, die Prinzessin von Orléans, die schon verheiratet war dann und eine Herzogin von Württemberg wurde, die war schon an Tuberkulose verstorben. Und diese junge Künstlerin hat ihr wichtigstes Werk mit dieser Figur hinterlassen. Und weil die Figur so toll war, der Bürgermeister unter anderem von Orléans dann auch eine bestellt hat, wurden immer wieder weitere Reduktionen oder Veränderungen in Bronze von dem Marmor-Original in Auftrag gegeben. Das ist eine von ganz vielen. Es gibt also unglaubliche Größenunterschiede. Es gibt kleine von 11 cm, 20, 42 cm. Es gibt die mit 50, mit 75. Also mit allen möglichen Größen kann man die Jeanne d'Arc bei sich zu Hause haben. Von wem ist die jetzt gemacht? Ist da ein Künstler vermerkt? Ist da ein Gießereistempel drauf? Also all das, was ich bisher gesagt habe, musste man quasi wissen und setzte man auch voraus fürs Publikum. Denn die Signatur der Prinzessin von Orléans, die befindet sich hier nicht am Objekt. Aber auf der Rückseite kann man relativ klein einen Gießereistempel finden. An der Terrainplinthe, und da steht Süssfrère. Süssfrère ist eine französische Gießerei gewesen, ein
Familienunternehmen, das ab dem Beginn des 19. Jahrhunderts in Paris Bronzen gegossen hat, das bis in die 1970er Jahre produziert hat, ganz viele Generationen lang. Und dieses hier war natürlich eine Art Dauerbrenner, denn ein Interesse der Franzosen an der Jeanne d'Arc ist quasi über verschiedenste Jahrhunderte immer gegeben gewesen. Ja, die Arbeit hat auch einen sehr interessanten Titel. Es ist nämlich das Gebet vor der Schlacht. Und es geht natürlich um die Schicksalsschlacht schlechthin für Jeanne d'Arc. Es ist nämlich die Schlacht, wo sie dem französischen Dauphin, dem späteren Karl dem VII., eigentlich zum Sieg verhilft gegen Burgunder und Engländer. Mhm. Die ist gemacht worden. Wann, kann man das sagen? Ich denke, dass diese Bronzeplastik gegossen worden ist noch im 19. Jahrhundert, vielleicht um 1900. Mhm. Alle Gussverfahren sind hier perfekt umgesetzt. Es ist eine unglaublich genaue Bronze. Also alle Details sind sehr, sehr schön gemacht. Aber die Art der Patina vielleicht Ende 19. Jahrhundert. Genau wird man es nicht sagen können, weil die eben über einen langen Zeitraum immer wieder produziert wurden. Beschädigungen hast du keine finden können, ne? Ich persönlich nicht. Das Schwert ist zwar locker, aber das ist von vornherein separat gegossen. Das tut nichts zur Sache. Es ist eine sehr schöne Figur und sie ist sehr, sehr gut erhalten. Super. Danke. So, mein Lieber, du möchtest sie ja nur verkaufen. Was soll sie bringen? Ich verkaufe sie im Auftrag der Großmutter, der Oma. Ja. 700 Euro haben wir uns mal als Limit gesetzt. Das ist der Wunschpreis. Ja, da gucken wir mal. Und schauen wir mal, was die Expertise ergibt. Ergibt sie mehr oder weniger? Meine Expertise beläuft sich auf 1200 bis 1400 Euro. Wunderbar. Ich denke mal, die Oma könnte sich freuen. Kommen wir ins Geschäft. Ja. Ja. Und wenn du das jetzt vernünftig bei den Händlern umsetzt, wird sie auch noch sehr stolz auf ihn sein. Mhm. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Da geht's rüber in den Händlerraum. Danke. Ganz herzlichen Dank. Ich bin schon ein bisschen nervös, freue mich jetzt auf die Händler, freue mich darauf, wie sie die Skulptur und das Objekt bewerten und begutachten. Und vielleicht findet sie ja eine neue Heimat. Schafft es Frank, für seine Großmutter die Bronze an den Mann oder die Frau zu bringen? Guten Tag. Hallo, guten Tag. Wir grüßen Sie. Ja, wir haben schon gesehen, die Jungfrau von Orléans haben Sie uns mitgebracht. Genau. Eine französische Arbeit. Wir haben auch den Gießereistempel gefunden, aber den Künstler können wir jetzt nur erahnen. Wissen Sie etwas? Was haben die Experten denn geraten, sage ich mal? Also den Künstler, der die Originalfigur hergestellt hat, ist die Marie d'Orléans. Ja. Die Tochter von König Louis-Philippe. Aber diese Figur ist aus der Gießerei Süssfrère aus Paris. Mhm. Aber wer die da gegossen hat und wer die hergestellt hat, das ist, glaube ich, nicht bekannt. Und wann wurde ihre Ausformung ungefähr hergestellt? Das könnte Ende des 19. Jahrhunderts gewesen sein. Aber da gibt es keine genauen Angaben darüber. Ich finde die Darstellung gut. Ich starte mit 300 Euro, ist mein Einstieg. 350 kann man auch geben. 400. Sonst noch jemand dabei? 420. Ich leider nicht mehr. Nein? Mhm. Ich mach 450. Aber wissen Sie was? Ich gebe Ihnen 500. Was sagen Sie dazu? Ist noch weit weg von der Expertise. Aber warum sagt denn die Expertise, dass sie so einen hohen Wert hat? Weil normalerweise ist ja immer der Künstler ausschlaggebend für die Preisgestaltung. Ja. Was ist das Besondere? Es ist die Ausgestaltung der Figur und die Feinheit der Figur. Die ist wohl ausschlaggebend dafür, dass sie so besonders ist. Das sehe ich leider ein bisschen differenzierter. Ich mache weiter, 550. Vielleicht komme ich noch zum Ziel mit Ihnen. Sind wir noch nicht dabei. 600 vielleicht? Auch noch nicht. Was haben Sie sich denn vorgestellt? 700 wünscht sich das die Oma. Gut, da sind wir ja in der Region. Ja, dann habe ich sie auch richtig bewertet. Aber die Expertise ist etwas mehr. Ja, Wolfgang. Ich gebe Ihnen 700 für die Oma. Sollen wir beide das machen? 700 Euro biete ich Ihnen. Ach, machen wir 800, ich kann nicht rausgeben. Das ist schlecht. Ich wollte für die Oma jetzt ein schönes Gebot machen. 750. Franks Limit ist übertroffen. Mach mal. Ja, also. 2, 4, 6, 7 und ein hart erkämpften 50er. Sag's trotzdem der Oma einen Gruß von uns, gell? Bitteschön. Dankeschön. Wiedersehen. Adieu, tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Ich sag immer, ich bin zu alt, um gute Bronzen zu kaufen. Und daher kaufe ich nur mehr sehr gute Bronzen. Nee, die ist wirklich sehr gut gemacht.
Also ich bin überzeugt. Ja. Gut, es ist gelaufen. Etwas unter der Expertise, aber ich denke, unser Wunschpreis ist erzielt worden und wir können alle glücklich sein.